YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel oder beziehungsweise einer Folge Wundertüte. Eine Wundertüten-Lesestapel-Folge, könnte man schon fast sagen, weil die Titel, die ich diesmal dabei habe, die alle aus dem Hause Splitter sind, haben mir tatsächlich alle nichts gesagt und ich bin ein bisschen nach Covern einfallen gegangen und in restlichen Fällen bin ich tatsächlich nach Autorennamen gegangen, weswegen das tatsächlich eine komplette Wundertüte jetzt für mich ist und ich gespannt bin, wie gut die Titel mir dann im Endeffekt gefallen werden. Den Anfang macht in dem Fall tatsächlich der Titel Badlands, hat mir nichts gesagt, ich fand das Cover unglaublich cool und fand cool, dass das ganze Ding in so einem krass großen Hardcover daherkommt. Die Zeichnungen, sie wirken auch sehr cool im Inneren, muss ich sagen. Das ganze Ding scheint irgendwie so eine Wild-West-Geschichte zu sein, leicht mystisch angehaut. Mehr kann ich dazu noch gar nicht sagen, bin sehr gespannt drauf und da wird, denke ich mal, in den nächsten Tagen schon eine Review zu mir kommen. Auf jeden Fall erstes Comic aus der Wundertüte, in dem Fall Badlands. Dann der zweite Titel, da bin ich tatsächlich nach Autor gegangen, ist von Greg Rucka, der Titel Lazarus. Ich glaube, davon sind mittlerweile schon 2-3 Bände draus, bin mir da gerade nicht ganz sicher. Wenn es besser ist, ballert einfach mal in die Kommentare rein. Und da hatte ich Bock drauf, weil ich gerade ja erst von Greg Rucka den Wonder Woman Run gelesen habe und Greg Rucka mit einer Frau in der Hauptrolle. Sind schon mal zwei Sachen, die sehr gut funktionieren. Jetzt das ganze Ding noch im Independent-Bereich. Das müsste, glaube ich, die erste Greg Rucka Independent-Serie sein, die ich lese. Wenn ich mich da nicht gerade vertue und da wieder irgendeine extrem wichtige Serie, die ich total abfeier habe, vergesse. Das ist meistens so, wenn ich Videos aufnehme. Auf jeden Fall meine ich, das wäre mit einer der ersten, sagen wir es mal so, ist glaube ich mit einer der ersten Greg Rucka Independent-Serien, die ich lese. Dazu noch mit einer Hauptrolle, mit einer Frau in der Hauptrolle, was ja schon bei der Wonder Woman-Serie sehr gut funktioniert hat, deswegen ich da auch total Bock drauf habe. Das ganze Ding soll wohl ein Thriller sein, ich lasse mich da mal überraschen. Hinten drauf steht auch nur Familie über alles, also ich kann euch noch nicht was über den Klappentext sagen. Bin sehr gespannt drauf, das ganze Ding ist für 19,80 € im überformatigen Hardcover erschienen und dazu wird auch relativ zeitnah zu diesem Video eine Review kommen, weil ich total Bock auf das Ding habe. Ich finde, das Cover sieht schon so unglaublich cool aus von dem Band. So, dann geht's weiter mit einer Serie, die der Lars mir mal empfohlen hatte und wovon der Lars mir dann auch tatsächlich den ersten Track geschenkt hatte. In dem Fall allerdings auf Englisch und mein Englisch ist da nicht wirklich mitgekommen. Ihr wisst, ich und Englisch sind eh so zweierlei Dinge. Ich kämpfe mich durch die US-Hefte größtenteils mit Google durch, aber auch so auf Trade-Länge war mir das dann zu anstrengend und war dann relativ froh zu sehen, dass das ganze Ding bei Splitter im Deutschen erschienen ist. Erstmal vorweg muss ich sagen, deswegen habe ich auch den US-Track gerade nochmal rausgesucht. Ich finde es total cool, dass Splitter 1:1 das Design übernommen hat. Und das Einzige, was in der englischen Version geändert ist am Cover, ist, dass man statt das Image-Zeichen, in dem Fall halt das Splitter-Zeichen da stehen hat, ist halt ein anderer Verlag. Und statt Volume 1 Band 1 mit deutschen statt englischen Titel. Sehr, sehr cool. Das Ganze kommt ein ganz Stückchen größer daher als das US-Trade. Kostet 24,80 € und fühlt sich schon mal so sehr hochwertig an. Die Geschichte ist, glaube ich, so eine Dimensionswechselgeschichte. Also ein Team, das durch verschiedene Dimensionen reist. Vielleicht labere ich auch gerade voll den Bullshit. Das werdet ihr dann in meiner Review dazu erfahren. Kann nur sagen, dass ich durch die Kommentare mitbekommen habe, dass einige von euch die Serie schon ein Abo haben, die total am Abfeiern sind. Der Lars hatte auch nur gut von der Serie geredet und die Zeichnungen haben dann auch den letzten Funken zum Überspringen gebracht oder haben beziehungsweise haben dann erstmal den Funken zum Überspringen gebracht, weil die Zeichnungen sehen unglaublich cool aus. Also so leicht cartoonisch, recht brutal, so die ersten Bilder, die ich davon gesehen habe und tierisch Bock drauf und wird wahrscheinlich das erste sein von den ganzen Sachen, die ich gerade in die Kamera halte. Wobei ich am besten parallel lese, weil ich aber auf alle Serien total Bock, die jetzt gerade bei mir gelandet sind. Und zu guter Letzt für dieses Video noch eine Serie, die mich auch nur wegen Cover und Autor überzeugt hat. Und zwar in dem Fall die Serie Descender, geschrieben von Jeff Lemire. Und das hat mir dann auch tatsächlich schon am Vorab-Infos gereicht, um die ganze Serie haben zu wollen. Ich finde, das Cover sieht unglaublich cool aus. Und Jeff Lemire an einer Independent-Serie finde ich eh sehr interessant, weil Jeff Lemire schon im Mainstream-Bereich, sprich gerade aktuell bei Moonlight, schon extrem independent-lastig schreibt und schon sehr mit den Figuren spielt, die er geschaffen hat und. Bin gespannt, wie das Ganze jetzt im Independent-Bereich aussehen wird. Hab schon mal ein bisschen reingeblättert und die Zeichnungen sehen auch direkt alles andere aus als Mainstream. Ich würde schon fast behaupten, das sind so rohe Bleistiftzeichnungen. Bin sehr gespannt drauf, wie das Ganze dann auf Trade-Länge wirkt. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr stilistisch aus und Jeff Lemire ist eh einer der besten Autoren, die US-Branche so zurzeit zu bieten hat. Das war's dann tatsächlich schon meinerseits. Also einige Hardcover bei mir gelandet. Freue mich jetzt, in den nächsten Tagen lesen zu können, euch die Reviews um die Ohren zu ballern. Und ansonsten sei gesagt, ballert doch mal in die Kommentare rein, was dabei war, was ihr auch gelesen habt. Und wenn ja, was und wie es euch gefallen hat am besten. Und ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da und sehen uns mal nächstes Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!